Ja, wunderbar. Ah. So, den tun wir rein, ich muss nicht mal zwischendurch. Ah. Setzen. Ah. Guten Morgen, guten Tag. Guten Morgen. Entschuldigung, muss gleich mal. Ah. Sitzen. Ja. Moment sitzen. Ah. Du gehst hier öfter in das Café. Das ist so. Ja, es ist eigentlich eher ein Zitat aus der Vergangenheit. Ja. Ein idyllisches. Wenn ich ehrlich bin, ist dieser Weg zu weit inzwischen. Also, ich komme mit meinem Rollator von der Mutesius bis Ende Mutesius und dann habe ich das Gefühl, dass ich den Mount Everest bestiegen habe oder so. Ja, ja. Also, das Problem ist, ich laufe durchaus wie ein junger Gott fünf Schritte und dann wird der junge Gott invalide und muss sich setzen. Und das ist anstrengend dann für einen weiteren Weg. Entschuldigt, ich muss mich schon wieder setzen. Ja. Einen Moment. Ah. Setzen. Ja, das ist da. Das. Gestern zum Beispiel. Dieser reich mit Sonne beschenkte Tag. Da war ich einfach nur glücklich. Ich saß auf meinem IKEA-Schwinger im Licht der geöffneten Balkontür. Die war weit auf. Ah. Und dann die skurrilen Freuden älterer Herren. Die Amsel kam und sang, ob jetzt nur für mich oder den ganzen Hinterhof, das bleibt ihr Geheimnis. Andere Vögel, deren Namen ich nicht kenne, sangen auch. Und es war einfach schön, Sonne und Licht und Grün. Und ich habe dann Stunden da gedämmert, ein bisschen geträumt, ein bisschen gelesen, wieder geschaut. Es reduziert sich das Leben am Ende, aber das heißt nicht, dass am Ende kein Leben ist. Also, und auch dieses Restleben, es ist dann schon doch immer, es liegt an dir, ob du diesen Rest üppig und dekorativ für dich, sag ich mal, dir zubereitest. Und also für dich ist es Lebensqualität. Absolut. Du, ja. Ein anderer würde gucken und sagen, das ist ja ein närrischer alter Spinner. Was, im IKEA-Schwinger gesessen und geguckt, Sonne, Vögel? Der hat auch selber einen Vogel. Ja, das darf jeder gerne denken, soweit das mit Denken zu tun hat. Ich könnte die Schmerzen natürlich mit den Morphinen vertreiben. Das wäre kein Problem. Aber dann wäre auch ich vertrieben. Also vertrieben in einen tiefen Schlaf. Was sich vielleicht der ein oder andere wünschen würde, dass er mehr schliefe und weniger dummes Zeug redet. Ist das so? Ja, so banal sich das anhört, so abgedroschen es sich anhört. Ja, es ist jeder Tag. Den ich so wie ein, ja, ich freue mich, wenn ich aufwache und den ich auspacke und sage Hallo, du Geschenk und Punkt. So, jetzt gehe ich mal wieder weiter. Ah. Ja. Aber das ist tatsächlich ein Spaziergang mit mir, ist eigentlich eher ein Spaziersitz, also Spaziersitzen. Mein Gott, wie unanständig, jetzt rutscht auch noch die Hose. Als wäre es inszeniert, Kinder ist es nicht, also. Und die Ärzte haben gesagt, sie können nichts mehr machen. Die Chemo hat nicht mehr angeschlagen? Nein, die Chemo, das ist immer so. Jetzt ist auch, ich habe ja wirklich zwei Chemo-Versionen tapfer ausprobiert. Und es ist unter beiden Versionen. Sind die Metastasen gewachsen. Und jetzt haben wir das alles abgebrochen. Ist das runtergefallen? Nee. Nee, nichts gesehen. Von mir, okay. Und jetzt lasse ich los. Also. Sind wir so, es war von Anfang an klar. Ja, mit Chemo so vielleicht, mit Glück und Fortune so Spätsommer. Und das, sag ich mal, ist auch, wenn die Engel und die Wunder jetzt nicht völlig irgendwie hier desertieren und sich von mir verabschieden, kann ich auch jetzt noch bis Juni oder Juli leben. Also,
Aber ich denke darüber gar nicht nach. Also, das ist wirklich so, ich robbe mich wirklich so von jetzt zu jetzt. Komm. Gut, aber es gibt ja auch die Kraft des positiven Denkens, ja, oder? Ja, ja. Das glaube ich tatsächlich. Also ich glaube, wir sind auch, nein, nicht auch, ausschließlich. Wir sind, was und wie wir denken. Im Grunde genommen, das ist so töricht, dass wir die Macht unterschätzen, die in unseren Gedanken liegt, die in uns liegt. Also ich kann bestimmen, ob ich diesen Tag, ob ich sage, ach Gott, dieser Tag, es war Sonne versprochen und wahrscheinlich regnet es. Und ich kann sagen, ach, die Luft ist mild, es riecht gut, wie schön, jetzt sitze ich hier. Also das hört sich trivial, banal an. Aber genau aus dieser Einfachheit heraus kann ich jeden Tag ein bisschen zu einem großartigen Fest machen. Also, und es ist so seltsam, dass die Menschen laufen alle so freudlos durch die Weltgeschichte. Als wären sie beschwert. Ich frage mich, von was? Na ja, gut, das ist auch albern. Ich meine, die Menschen haben natürlich... Ja, aber das ist... Die gesund sind, schätzen es nicht, ne? Ja. Ja, das ist seltsam. Man könnte doch ein bisschen sich freuen, einfach über das Dasein an sich. Ja. Aber jetzt im Zeichen der Krankheit hast du doch sicher auch Depressionen, oder? Ich bin oft sehr verzweifelt und traurig um Entree. Um deinen Freund seit über 30 Jahren. Ja, mit ihm ich seit 30 Jahren eine schöne, verrückte Liebesgeschichte rauf und runter erlebe. Und es tut mir so leid, dass er so verzweifelt ist. Mhm. So wie ein Kind. Und ich vertraue einfach das Leben. Auch die Kraft in ihm. Und er hat eine große Lebenskraft. Die sieht er momentan nicht. Und wünsche mir auch, dass er schnell einen Kameraden wiederfindet. Also. Aber das ist für dich auch eine Kraft, dass dein Freund bei dir ist und dass du so lange wie möglich leben willst, um auch noch. Ja. Dass ihr diese Gemeinschaft noch lebt. Ich liebe unser Bärenleben. Ne? Diese Liebesgeschichte mit André, das ist. Das ist das größte Geschenk. Und unsere Geschichte war nicht leicht. Aber Glück hat nichts mit Leichtigkeit zu tun. Also Glück ist eine Kraft, die alles in sich vereint. Schatten und Licht und Tag und Nacht und Absturz und Hölle und Aufflug und so. Also, ohne deinen Freund würdest du auch nicht so viel Lebensenergie noch haben. Nein, das sage ich jetzt auch mal ehrlich. Das ist zwar eine vielleicht törichte Aussage, denn man soll die ja aus sich selbst heraus. Aber ich glaube, jetzt an dem Punkt, an dem ich jetzt bin, würde ich jetzt vielleicht sagen, tschüss. Ja. Also, nein, es ist die Freude so, ja, immer wenn man wäre, wenn André da ist und gucken. Ihr fahrt ja immer noch nach Rügen, ne? Ja. Sozusagen Domizil an den Wochenenden. Ja. Das schaffst du immer noch. Ja. Ich erinnere mich zum Beispiel, solange so bestimmte Dinge so wie laufen können, selbstverständlich sind, vergisst du eigentlich, dem Universum zu danken. Eigentlich sollte man jeden Tag ein Dankesgebet sprechen. Danke, dass ich sehen kann, dass ich schmecken kann, hören kann. Hast du eine spirituelle Seite? Ja. Ich glaube an Engel, ja. Schutzengel? Das sind in jeder Hinsicht Engel des Lebens, der Liebe, Schutzengel. Wesen und Kräfte, die um uns sind. Vielleicht sogar, das kann unsere Großmutter sein auch, das kann auch unsere Mama sein. Hast du Angst vor dem Tod? Nicht vor dem Tod, sondern ich hatte sehr lange Angst und habe sie auch immer noch. Vor dem Prozess des Sterbens. Also vor Schmerzen und vor Sichtung. Aber der Tod selbst, sozusagen, was bleibt? Dein dichterisches Gehen, deine Begabung, bleibt die als universelle Kraft, als Energie irgendwo? Ja, das ist
André ist da ganz entzückend und sehr bezaubernd. Und auch einige andere Freunde, die mir erzählen dann, dass meine Gedichte bleiben werden. Und ja, ganz eigenartig, gerade jetzt auch in diesem Jahr. Also es gibt jetzt, es erscheint jetzt ein Lyrikband in Italien. Also mein erster Lyrikband mit Übersetzung von Marie Würz und dann ein Lyrikband in Frankreich. Das sind natürlich so kleine internationale Purzelbäumchen. Und die Vorstellung, dass dann eines Tages, vielleicht in 20, 30 Jahren, jemand in einem Café in Neapel oder in Palermo oder was weiß ich wo sitzt und sagt, ach, das ist aber ein schönes Gedicht. Das ist eine sehr schöne Vorstellung. Alle Schatten lassen mich frei. Ganz leicht vergehe ich auf meinem Weg ins Licht. Nehme ich mit, dankbar. Das Geschenk der Freunde bleibt unvergänglich. Liebe im hellen Schlaf. Sehe ich den Engel, der euch beschützt. Jetzt und immer sollen euch Leben und Liebe umarmen. In euren sterblichen Tagen und Nächten weiß ich euch an der Seite des Engels, bin auch ich für immer und ewig zu Hause. So. Wirst du nach dem Tode weiter dichten? Ja. Also ich werde vielleicht nicht weiter dichten, aber ich werde mich in ein Gedicht verwandeln. Das glaube ich. Und ich werde ja meinen Schlaf anvertrauen einer schief wachsenden Linde. Also es gibt ja dieses Friedwald-Begräbnis und das ist wird auf Rügen sein. Und dort werde ich in einer schief wachsenden Linde schlafen. Und die du schon gesehen hast. Ja. Ich werde vielleicht in den Baum hinein wachsen, die Liebenden belauschen oder auch die sich zanken und streiten. Also, was ist der Sinn deiner Krankheit? Der Sinn meiner Krankheit. Also, ich muss wirklich sagen, vielleicht hätte ich nicht so viele schöne Gedichte geschrieben ohne die Krankheit. Aus diesem Gedicht verschwindet der Tod. Für immer und ewig umarmt mich Leben in jeder Form und Gestalt. Tanze ich bunte Ewigkeiten. In dieser Stunde ist alles wahr, was ich denke und träume. In diesem Gedicht gibt es nur Liebe. Jetzt und für immer ist auch der Tod ein Freund. In diesem Gedicht tanzt er mit dem Leben. So schön, dass ich mit dir sterben möchte. Okay, komm mit. Jetzt mein Gedicht. Mario, der Zauberer, sagt man. Aber hinter dem Zauberer liegt die Trauer. Und die ist so schön, dass ich weine. Vor Glück, vor Scham. Ich liebe dich. Lass uns leben. Leben. Ja, das tun wir ja auch.